Hier gibt's doch mit Sicherheit. Naja, bevor wir gucken gleich nochmal. Nee, wir müssen doch da lang. Was ist denn jetzt? Hey, wait up! What'd you say? Huh? I didn't say anything. But I thought. No, no! Over here! Hey, it wasn't me. Over here! Look down! Down! Can't be this thing. Oh! You finally noticed me! I'm Toad. I'm a toad. Yeah, I live in this lake. You can talk? Wow, you're real sharp. Happened all of a sudden, too. Yeah, must have been because of that orange-colored goop. Orange-colored goop? Hmm. This must be the work of that rune. Rune speeds up the process of evolution and turns living things into beasts. You got that right. Ever since it fell from the sky, the jungle's been full of all kinds of weird stuff. My buddy, he got all huge and went kind of crazy. You know, the beast that you defeated earlier? Ah, but hey, you know, I don't blame you for it. It's better this way. If he'd survived, I... Oh, man! What a shame! Come on, let's leave this lump and be on our way. No, wait! Hang on! Take me with you! Come on, guys! Don't be such a stick in the mud! I really want to come along for the ride! What did you say? Who'd want to live out their life in this swamp? Besides, if I stay here much longer, I might end up like one of them. That ain't our problem. Now scat. Whoa! Hey, it's not like you don't stand to benefit. I can talk, right? But that's not the only thing that I can do. I also got this interesting new power. I bet it'll come in handy, my friends. Here, let me borrow these. What the? Was macht denn jetzt? Huh? Huh? What? What did you just do? I have the power to mix together the things that I eat. Yeah, it's like I can fuse together two different items. Pretty cool, huh? Yeah, it sure is. Gratschmetterer erhalten. Okay, das ist eine interessante Fähigkeit. If you bring me with you, I can combine the items you find and make cooler new items. I'm begging you. Let me come along. What do you think? All my friends have turned into monsters. I'll be all by myself if I stay here. Please. All right. You can come with us. Whoa. You kidding? Seriously? Oh, excellent. This'll be great. Hey, what are you doing? Ugh, get off of me. I hate creepy things like you. Go bug someone else. Toady ist der Gruppe beigetreten. Sehr coole Sache. Oh mein Gott. Der wird sich mit Zagrim mit Sicherheit anfreunden. Ich, Toady, werde die Waffensynthese erklären. Alles klar. Einfache Klinge und Felsschmetterer gibt Gratschmetterer. Das hat er ja gerade gemacht. Die Synthese ergibt durch die Mischung gleicher Waffenarten stärkere Waffen. Ich schlucke nur Waffen, deren Leistung auf Maximum ist. Sie schmecken einfach nicht, wenn sie nicht häufig benutzt wurden. Okay, deswegen müssen wir die auf Max machen. Alles klar. Mit unterschiedlichen Waffentypen geht es auch nicht. Sie schmecken einfach nicht zusammen. Also kannst kein Schwert mit einer Waffe mixen oder Jesters Waffe mit Zagrams Waffe. Sowas geht nicht. Je nach Kombination der Waffen, kann eine stärkere Waffe herauskommen. Syntheseinformationen wie während der Untersuchung entdeckte Kombination oder Informationen von anderen werden im Rezeptebereich des Hauptmenüs gespeichert. Da gucken wir gerade mal. Aha, ja, das ist jetzt freigeschaltet. Wir haben immer noch was, was nicht freigeschaltet ist, aber das finde ich echt geil. Das finde ich echt mal richtig geil. Haben wir einen neuen Verbündeten. Da gucken wir auch gleich mal, was wir hier haben.
Ja, die ist schon ziemlich stark, die wir da haben, der Gradschmetterer. Allerdings ist der in den Fähigkeiten komplett einfach besser. Aber das macht ja nichts. Wir haben auf jeden Fall die stärkere Waffe jetzt. Davon haben wir nichts anderes, nicht wahr? Nicht wirklich. Es geht anscheinend aber auch nur mit Waffen. Für dich habe ich leider gar nichts anderes. Aber da habe ich doch noch... Der ist nicht auf Maximum. Scheiße. Okay, den verkaufen wir dann. Ist ja nicht so wichtig. Kisala, hast du noch irgendwas? Was ist das überhaupt? Ledersneaker. Okay. Und da haben wir, glaube ich, nichts. Gut, dann können wir jetzt noch nicht kombinieren, aber die nächsten Waffen werden wir dann auf jeden Fall kombinieren. In der Enthüllung haben wir hier Illusionsschwert. Cool. Gucken wir auch gleich, was das ist, dieses Illusionsschwert. Ermöglicht Geschossenenergie, Fernangriffe mit dem Schwert. Okay. Was hast du für eine Enthüllung? Parade. Nett. Oh, hier können wir auch noch was machen. Angriffsplus. Das sind passive Fähigkeiten, glaube ich, immer hier. Aber Parade, weiß ich gar nicht, was das ist. Auch mal reingucken. Nutzt die Weisheit eines Kriegers, um die Feinde Umgehungsrate zu erhöhen. Alles klar. Sie kann nicht, er kann noch. Das einmal. Und hier auch nochmal. Ja. Jut, jut. So, wir speichern jetzt da oben einmal ab. Und laden uns auf. Jetzt, wo wir diesen Endgegner da besiegt haben, hätte ich schon Lust, auch abzuspeichern. Ja, natürlich. Und da speichern. Oh Mann. Das war auch wieder auf Rille. Hätte ich nicht so viele Heiltränke noch, dann hätte man erstmal wieder irgendwo hingehen müssen. Auffrischen. So, ich möchte auf jeden Fall hier nochmal runtergehen. Gegner hin oder her. Ja, damit werdet ihr wohl fertig, oder? So. Denn hier gibt es bestimmt noch was zu entdecken. Einmal die beiden Truhen. Eine davon ist bestimmt ekelhaft. Na, nee, die nicht. Oh, gleich zwei. Die vielleicht auch nicht. Das wäre vielleicht sogar... Tut mir leid, mit dir wollte ich gerade gar nicht reden. Jagomilch. Wenn da Truhen sind, wer weiß, ob hier nicht auch noch irgendwo Truhen sind. Gehen wir mal hier rüber. So, Kill. Die macht man am besten mit der Waffe einfach kaputt. Sind die ziemlich anfällig. Jawohl, da haben wir schon mal eine Truhe. Oh, Erdschlüssel, ehrlich. Oh, kann nicht mehr. Nein, wir brauchen die Fähigkeiten jetzt nicht zu aktivieren. So, in die Ecken reingucken. Schade, die eine können wir nicht öffnen. Das ist ein bisschen schade. Aber bestimmt gibt es hier noch eine, die man noch öffnen kann. Here they come. I think I'm gonna go
Boah, mit dem letzten Schuss. Naja, vielleicht gibt's hier doch nichts mehr und wir latschen jetzt hier völlig umsonst rum. Ist auch tatsächlich so. Alles cool, alles cool. Die Bienen sind eigentlich ganz... Das sind so die schwächsten Gegner. Wenn die kommen, braucht man sich nicht in die Hosen machen. Aber hier gibt's sonst nichts mehr, ne? Schade. Eine beschissene Truhe und die kann ich nicht öffnen. Nur einfach in die Luft ballern. Gut, dass es Auto-Aim gibt in diesem Spiel. Ja, dann gehen wir wieder. Mhm. Oh. Immer Jester, Jester. Ihr müsst euch auch um euch selbst kümmern. Einmal hier durchlaufen. Okay, dann versuchen wir jetzt nochmal ins Dorf zu kommen. Ich hoffe, dass uns... Ich habe gerade den Namen vergessen von ihr. Von der Kriegerin, dieser Amazon. Miri konnte ich mir behalten. Das Mädchen, was blind ist durch diesen Monsterangriff. Leider. Was sind das denn für welche? Was waren das denn für Gegner? Die hatten wir auch noch nicht. Zagrim, sehr gut. Aufgelevelt. Wir bekommen so oder so noch ein paar Kämpfe wahrscheinlich. Diese Richtung. Im Dorf können wir ja auch nochmal abspeichern. Oh no. Oh no, was ist mit dir denn los? Oh, jetzt habe ich aus Versehen diese blöde Dreifachheilung benutzt. Ganz dumm. Du brauchst keinen Dolchstoß, der ist doch schon tot. Schade, Dreifachheilung verschwendet, aber naja. Auch schade, dass man nur zu dritt unterwegs sein kann. Wäre ganz cool, wenn ich noch ein oder zwei mitnehmen könnte. Wer ist das denn hier? Mutsch heißen die einfach nur. Auf jeden Fall viele verschiedene Gegner. Zwei Gegnerarten, die wir noch gar nicht hatten. Ich frage mich auch, wo wir diese Erd- und Sternschlüssel herbekommen, um diese anderen Truhen mal zu öffnen. Oh ne, die machen irgendwas Giftiges. Ja, alles Zeitverschwendung hier. Zagrim, Zagrim. So, wie wir sehen, ist unsere Falle da noch. Aber anscheinend ist noch nichts in die Falle gegangen. Oder? Oder? Oh, ein Insektoid C wurde gefangen. Oh ja, warum denn nicht? Was ist das? In welchem Zuchtkäfig? Ja, wir haben ja nur einen. Mega cool. Wir lassen den mal hier stehen. Stellen den wieder dahin. Moment.
Moment, mit einem anderen Köder. Was kann man denn als Köder nehmen? Das kann man nehmen, noch so eine Sanchez-Frucht. Ich will jetzt auch nichts nehmen, was wir vielleicht noch brauchen können, aber wir nehmen... Wir nehmen mal diese Jago-Milch. Und stellen den auch wieder hier hin. Nah am Dorf. Aha. What's that? What in blazes? What's going on? It's the effect of the dark fruit again. Bury him. What's going on here? You guys are outsiders, huh? I don't know what you want, but we're a little busy here, as you can see. Leave. Gran, the chief wants to see you. I'll be right there. Look, I don't have time for you intruders. Go on, get out of here. Der Dschungelplanet. Ja, wir hauen hier aber nicht ab. Wir dürfen ja jetzt hier rein. These guys never change. Mit freundlicher Empfehlung. Und wieder Punktetausch möglich. Königsbienen 35 Stück besiegt. Im Ernst, schon wieder ein Platz verloren. Das ist ja recht ärgerlich hier. Aber was soll's. So, mal gucken, was uns im Dorf erwartet. Ich hoffe, hier gibt es auch irgendwie ein Geschäft, wo wir rein können. Das wäre ganz cool. Wir können auf jeden Fall hier rein. Und was macht man, wenn man irgendwo zu Gast ist? Man klaut was. Traumblumenmasche, okay. Let's just meet the village leader for now. So, und hier oben ist noch eine schöne Truhe. Die wollen wir auch abkassieren. Reife Bananen. Hätte ich mal die in diese Insektenfalle getan. The chief is probably the best guy to ask for info. Da oben könnte man... Oh, die Kamera ist manchmal ein bisschen doof. Sagen die Kinder uns was? Lilika, so hieß unsere... Dings, ist eine geniale Bogenschützin. Mit nur einem einzigen Pfeil trifft sie alles, was sie will. Okay. Dank Lilika dürfen wir überhaupt hier sein. Was ist das denn? Ein Schokobo? Ein Schokobo? Sieht aus wie ein Schokobo. Oh, Jiraika Kaffeebohnen. 3 Stück. Stark. Der Stamm muss doch einen Anführer haben. Wir sollten nach ihm suchen. Von den Mitgliedern hier bekommt man immer kleinere Tipps. Sollten die Bestien jetzt angreifen, hätten wir vermutlich keine Chance. So, wir gucken natürlich auch einmal hier um. Hier mal einen Blick riskieren. Wow, ganz schön hoch. Ja, ich wusste, dass es sich lohnt. Na, immerhin. 3 Energie. Energy Drink. So. Wie gesagt, Fallschaden scheint es nicht zu geben. Okay, da sind 2. Erdschlüssel, alles klar. Gar kein Problem. Was ist mit euch? Wir haben den Zorn des Waldes geweckt. Die Zerstörung durch die Dunkelfrucht nimmt immer mehr zu. Bei diesem Tempo ist das ganze Dorf dem Untergang geweiht. Naja, vielleicht können wir ja helfen. Auf jeden Fall brauchen wir diese Feuerfrucht, sonst wird das hier nichts.
Aha. Sternenohrring, alles klar. Geht's hier auch noch hoch? Ne, da können wir nicht hoch. Da ist ein Geschäft. Wo geht's hier entlang? Der Wald voraus birgt große Gefahr. Ohne Erlaubnis kann ich euch nicht durchlassen. Okay, in dieser Richtung. Moment, steht da was Interessantes? Ich war schon unzählige Male auf diesem Planet, aber noch nie in dieser Stadt. Ja, ich wollte aber das Schild lesen. Durchgang verboten, jaha. Großartige Information. Was mit dir? Traditionsgemäß wird der stärkste Krieger des Dorfs Anführer der Burg Kakwana. Da kann man auch nochmal hoch.